hat die Schirmherrschaft übernommen und ich möchte Ihnen aufs allerherzlichste Willkommen heißen, Dr. Dietmar Wolke! Grüßen Sie, Herr Wolke, hallo. Jetzt ist es schwierig, Kindern immer zu erklären, was ist denn ein Schirm, Herr Wolke? Ja, was ist ein Schirm? Oft gestellt heute hier. Was ist ein Schirm? Schirm kann man immer erklären bei schlechtem Wetter. Der hält sich den Schirm, damit die Veranstaltung nicht ins Wasser fällt sozusagen. Aber ein bisschen Spaß beiseite. Ich bin ganz, ganz stolz, als Schirmherr diese Veranstaltung begleiten zu dürfen. Man koordiniert ein bisschen, man versucht ein bisschen mitzuhelfen. Und ich bin natürlich im relativ späten Zeitpunkt eingestiegen. Es ist ja das 11. Jahr und es ist sowas von einer tollen Veranstaltung. Ich bin auch das erste Mal hier, ich bin total überrascht und total überwältigt. Absolut. Naja, Sie haben das Amt ja auch noch nicht so lange. Können wir gerne mal dazu sagen. Ne? Ist ja auch dann kein Wunder. Ich hatte aber schon mal als Landwirtschaftsminister verschiedene andere Veranstaltungen, auch mit Ihnen gemeinsam, Frau Himmel. Und, ja. Aber das ist hier was ganz Besonderes. Für diejenigen, die ihn sonst immer nur von Bildern kennen oder aus dem Fernsehen, erkläre ich das dann nochmal. Ein Innenminister ist für unsere Sicherheit im Land verantwortet, aber nicht nur dafür. Er ist zum Beispiel der Chef aller Polizisten, der Chef aller Feuerwehrleute, also auf meiner Stelle gerade fest. Ja? Und engagiert sich immer und immer wieder für Kinder und Jugendliche. Ist auch ein riesengroßes Herz, ist er diesen grauen Anzug hier versteckt. Herr Wolke, es war eine Selbstverständlichkeit, als die Anfrage kam, ob Sie dabei sind dieses Jahr für Sie. Es war eine Selbstverständlichkeit und ich bin, wie gesagt, man versucht sich auch selber einen Eindruck zu verschaffen. Ich wusste, es ist das größte Kinder- und Jugendfestival im Land Brandenburg. Ich wusste, es ist das größte Tanzfestival hier in Bernau in Deutschland. Absolut. Und trotzdem ist man dann, wenn man herkommt, doch überwältigt und von der Stimmung, die hier ist, von der guten Laune, von dem Spaß, den die Kinder und Jugendlichen haben, und das ist wirklich toll. Es sind wirklich die drei Tage Freitag, Samstag, Sonntag über 1200 Tänzer aus ganz Berlin, Brandenburg und sogar noch teilweise drüber hinaus. Sie werden gleich die ehrenvolle Aufgabe haben, hier wirklich die Ehrungen vorzunehmen, das, worauf die Kinder die ganze Zeit warten. Jetzt ist es aber endlich soweit. Ich bitte uns auch natürlich noch ein bisschen Unterstützung. Erstmal unsere. Die Frau, die überhaupt erstmal vor 11 Jahren überhaupt die Idee hatte, das Tanzfestival überhaupt ins Leben zu rufen. Ein gigantisch großen Applaus für Heike Klein vom Verein für künstlerische Jugendarbeit. Dr. Heike Klein, muss ich eigentlich sagen, jetzt haben wir schon zwei Doktoren hier oben. Heike, Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank. Ich sehe, ihr seid alle schon ganz, ganz heiß auf die Siegerehrung. Das wird auch sehr passieren und wir freuen uns auch, unseren Schirmherrn hier vor Ort begrüßen zu dürfen. Und nichtsdestoweniger wollen wir uns auch bei denen bedanken, die das ermöglicht haben. Und ich bitte zu uns auf die Bühne ADAC, den Herrn Stamm, von der GLG, die Frau Eckert, vom Jugendamt, Frau Malik, und von der Firma Creek City, Herrn Weidland, bitte zu mir mit auf die Bühne. Und so auch bitte sehr ein paar nette Worte. Wir sortieren uns gerade hier in der großen Runde. Ja, und da bitte ich ganz herzlich, dass wir doch auch ein paar Worte an unsere Gäste, an unsere Besucher richten. Ich gebe mein Mikrofon schon mal ab. Oh, also fangen wir da an. Okay. Frau Mali? Der Ingo musste vorhin so lange warten. Frau Okay. Also ich möchte mich vor allem bei euch, bei Ihnen und bei Frau Dr. Klein bedanken, dass ihr uns heute hier und in einer ganz breiten Öffentlichkeit so viel Spaß und Freude rübergebracht habt, dass ihr selbst auch so viel Spaß habt und vor allem, was für uns, ich komme ja vom Jugendamt des Landkreises Barnim auch wieder, zeigt, wenn man etwas möchte, dann kann man es erreichen. Und ihr seid da ein ganz großes Vorbild für viele junge Leute hier bei uns im Landkreis und auch ganz weit außerhalb. Dankeschön nochmal. Vielen Dank. Ich hatte ja vorhin schon einiges zu unserem Unternehmen gesagt und eigentlich möchte ich euch jetzt allen was sagen. Ich glaube, die großen Stars im Fernsehen möchten langsam Angst bekommen. Denn das, was ich hier gesehen habe, ist faszinierend. Und ihr habt unheimlich viel Talent. Absolut, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, Heidi von der GLG, Gesellschaft für Leben und Gesundheit. Das sind die, die unsere Krankenhäuser betreiben. Ja, in Eberswalde 2, in Prenzlau und in Angermünde. Aber nicht nur das, Heidi, ihr habt auch eine ganz besondere Messe. Und da müssen wir kurz drauf eingehen. Jawohl. Also zuerst mal möchte ich mich bedanken für das, was ich bis jetzt gesehen konnte. Ich bin völlig begeistert, was Kinder, Jugendliche und deren Eltern, die das natürlich unterstützen, hier leisten. Besser kann es nicht gehen, wird es nicht und macht weiter. Ihr seid auf einem ganz, ganz tollen Weg.
So, zu unserer Gesundheitsmesse im Mai, und zwar am 21. und 22. im Familiengarten Eberswalde, gibt es auch noch ein Festival, ein Kinder- und Jugendfestival von Frau Dr. Klein. Und natürlich ganz, ganz viele tolle, interessante Sachen. Erleben, entdecken, staunen. Kommen die Kinder, bitte alle mit vorbei zu uns. Wir laden euch ein im Familiengarten nach Eberswalde. Und recht herzliche Grüße noch von unserer Geschäftsführung, die das immer, immer wieder hier unterstützt, den Gedanken von Frau Dr. Klein seit vielen Jahren. Vielen Dank. Vielen Dank an euch, Heidi. Andreas, last but not least, wie man immer so schön sagt, unser Partner ADAC Berlin Brandenburg. Ja, also ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ihr seid großartig, alle zusammen, Akteure, die dahinter stehen. Also eine ganz tolle Veranstaltung. Vielen, vielen Dank. Wir bedanken uns natürlich auch, dass wir diese Aktion hier begleiten dürfen, um zum Thema Sicherheit für euch alle dabei sein zu können und zu unterstützen. Und macht weiter so, ihr seid großartig. Super! Und vor allem möchten wir die Gelegenheit nutzen, um jetzt auch nochmal ganz offiziell bei den vielen, vielen fleißigen Helfern und Händen hinter den Kulissen zu bedanken, die auch ehrenamtlich dafür Sorge tragen, dass das Kampffestival immer so funktioniert, wie es funktioniert. So, ihr Süßen, jetzt seid ihr dran, jetzt steht ihr im Mittelpunkt. Bitte keiner die Bühne verlassen, ja? Ihr seid genauso wichtig, aber jetzt geht's an die Ehrungen. Ja, was? Verbeugen? Nein. Braucht ihr Unterstützung? Also, wer möchte natürlich gern, aber jetzt gucken wir mal, wo unsere Jury ist, wie weit sie sind. Diesmal offiziell. Ja? Wir haben aus der Kategorie Kids Dance noch den dritten, den zweiten und den ersten Platz zu vergeben. Unser Minister Wolke macht das persönlich. Sehr gerne. So, dann gehen wir mal wieder. Oder kommt mal hierher, unsere Jury. Jedes Kind bekommt eine Urkunde und es kommt jetzt natürlich darauf an, wer auf welchem Rang gelandet ist. Frau Wolke, ich übergebe das Mikro, Sie können das gerne vorlesen. Dritter Platz, Dance Competition Bernau. Geht an. Tanzstudio Magic Dancer. Kids Dance 8 bis 11 Jahre. Bitte auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch, Platz Nummer 3. So, genau. Mannschaftskapitän sucht er. Wer ist hier der Chef? Kati. Katri. Gehen wir den Kindern hier offiziell, aber ich glaube. Genau. Das ist gut. Scheiße, hier ist ja aber sauschau. Die Insel muss schon mal persönlich die Hand geschütteln. Hat sie dort warten, gleiche Not, oder? Ja. Den Mann trifft man nicht jeden Tag. Genau. Super. Eure Urkunden, habt ihr? Ihr guckt das Weiße an und das Bunte der Urkunden haltet ihr wieder schön nach vorne. Dann machen wir ein ganz offizielles Foto hier natürlich noch mit euch. Haben wir alle? Nee, haben wir noch nicht. Warten wir noch. Genau, großer Applaus, Platz Nummer 3 im Kids-Dance-Wettbewerb der 8- bis 11-Jährigen, unsere Magic Dancer Kids. So, weiter geht's mit Platz Nummer, habt ihr noch ein Mikro drin? Sigmar, können wir noch ein Mikro haben, bitte? Herr Wojtke. Platz Nummer 2, Dance Competition Bernau, geht an Pauline Büttger. An die Rising Stars. Genau, na so. Die Rising Stars, United Dancers, Platz Nummer 2, herzlichen Glückwunsch! Thank you.
viele Frauen, da kommt man ein bisschen anders an heute. So, und das ist nochmal euer Applaus. Übrigens, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, wer filmt denn hier heute eigentlich? Ja, das könnt ihr alles euch im Internet angucken auf bernau-live.de. Jeder einzelne Beitrag. Darf ich? Ja, aber gerne. Der erste Platz, Dance Competition Bernau, geht an die Blue White Swan Little Jumper. Und die Freude ist groß. Mitgerechnet. Außerdem gewinnen die Little Jumpers White Swans auch den Fanpokal. Mit Abstand war das die lauteste Messung. Dezibel, können wir gleich nochmal nachgucken, wie viel es war. Also die Little Jumpers hier rollen voll ab heute. Erster Platz. Das wird gefeiert, halt, wa? Ja. Na, und das Siegerfoto natürlich noch. Jawohl, das strahlen sie. Okay, danke schön an euch, Little Jumpers. Wir machen weiter. Der dritte Platz, Dance Competition Bernau. In der Kategorie Hip-Hop Street Dance. Genau. Gewinnt Mini Battle Cats. Die Mini auf die Bühne. Wo sind sie? Von den Dynamic Fitness World in Berlin. Hier sind sie. Platz Nummer 3. Glückwunsch! So, alle einmal die Urkunde schön umdrehen, dass das Publikum auch sieht, was draufsteht. Genau, und dann könnt ihr so hochhalten. Das ist der Pokal, hier ist er. Guck mal hier. Herzlichen Glückwunsch! Sieht ganz fertig aus. Habt ihr auch lange gewartet jetzt, war. Dickes, fettes Dankeschön an euch. Dankeschön! Den zweiten Platz, Dance Competition Bernau in der Kategorie Hip-Hop Street Dance, gewinnt Elvis Dance. Elvis Dance. Berlin Youngster. Herzlichen Glückwunsch an das Elvis Dance Land Berlin, die Youngsters!
Aber da kann man einmal älter sein, dann weiß man sicher schon, dass er gemeint war, ne? Ja. Cool. Glücklich mit dem Platz? Ja. Ja, hat sich doch gelohnt hier, Mensch. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte auf den Urkunden oder so, das kann ja auch mal passieren, dann einfach zu uns kommen und Bescheid sagen, ne? Nicht das hier. Kleine Fingerchen drin sind. Janina, Antonia, Undine, Sandra, Jackie, Pamela, Sonja, Julia, Jessica, Heidi, Sidi. Ja, auch noch Emilia! Platz Nummer 2. Dankeschön! Den ersten Platz in der Kategorie Hip-Hop Street Dance gewinnt Hip-Hop Bingo. Bitte auf die Bühne. Hip-Hop Bingo, Platz Nummer 1. Unsere süßen Mäuse aus Oberhavel, aus Birkenwerder, von der Choreografie-Studioschule Birke. Die Dinger gerissen haben hier. Die Vuvuzelas oder vielleicht auch nicht. Wir erfahren mehr. Herr Wolke, der Fanpokal geht an. Der Fanpokal geht an die Mini Battle Cats. Herzlichen Glückwunsch. Die Mini Battle Cats haben hier die lautesten Fans, das heute Publikum. Da sind sie ganz überrascht hier, Mensch. Ja, der Fanpokal ist es. Ja, cool. Na Mensch, ich mache unser Platz hier. Ja, Herr Minister, können Sie sich jemanden aussuchen? Zwei Kinder, die Kleinen nach vorne und die Großen nach hinten hier. Und wir sagen natürlich nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch und einen großen Applaus hier für unsere Fanpokalisten! Diese Tröten, irgendwie erinnern die mich immer nur an Fußball, aber. So, vielen, vielen lieben Dank, ihr Süßen. Sehr schön. So, Herr Minister Wolke, nächster Termin wartet, ich weiß. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich, dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal in Barmi, im schönsten Landkreis Brandenburg, stimmt? Zweitschönste. Okay, er wohnt sofort.